nach den zwei Vorträgen jetzt vom Wolfgang und von der Gabi, die angefüllt worden von uns bis oben mit einem Haufen Informationen. Trotzdem nur mal danke, das ist sehr aufschlussreich, was da alles drinnen war. Mein Vortrag wird ein bisschen einfacher werden, es wird ein bisschen eine Bilderreise. Ich nehme euch auf die Entdeckungsreise in unser Hauptgebiet, zumindest mein Hauptforschungsgebiet um, Steinernes Meer und Dreiseselberggebiet. Das wird nicht ganz so vollgeladen werden mit Informationen, wie wir es jetzt gehabt haben. Das ist ein bisschen mehr zum Genießen, vielleicht zum Gusto kriegen selber, wenn mehr in die Natur aussehen, die Gebiete mal anschauen und in das einspüren. Ich zeige einfach einmal das her, was ich starten. Ich war letzten Freitag noch mal oben, weil da war das Wetter so wie heute. Und momentan sind die Farben sehr beeindruckend. Das Farbspiel, die Kombinationen. Ich habe ein kleines Panoramavideo gemacht. Das ist jetzt von der Teufelsschüssel aus gesehen. Da ins Steinerne Meer, die Blöckenstein-Gipfel. Und recht eindrucksvoll eben das Farbenspiel momentan im Herbst. Man sieht es dann, wenn ich mit dem Zoom ein bisschen zugefahren, so die weißen Steine, das was da rot ist neben den Steinen. Das ist nicht irgendwas für Erden oder Sand oder sonst was, das sind die Heidelbeeren, die schon herbstlich werden. Die fahren alle um. Wir haben unglaublich viele Heidelbeeren da rum. Da werden die Stauden auch zum Teil über Knie hoch, da brauchst du gar nicht Bucker zum Heidelbeerbrucker. Werden auch schön nacheinander zeitig. Das ist ein interessantes Gebiet da oben, weil wenn du von der Teufelsschüssel anfängst, da werden sie früher zeitig und dann gehst du in die höheren Gebiete auf. Also eigentlich kann man da oben sagen, 3 Monate lang kannst du Heidelbeeren ernten. Das geht jetzt nur zum Teil. Sie sind schon ein bisschen vertrickert, aber das ist ein unglaublich lässiges Gebiet. Auch für das Heidelbeeren, auch von der energetischen Sicht, ganz eine interessante, wichtige Frucht. Für mich auch ein bisschen ein Hinweis auf die Energien der Landschaft selber, wo man Heidelbeeren findet, sondern ein bisschen ein Hinweis auf interessante energetische Gegebenheiten. Meine Sichtweise der Dinge geht ein bisschen in Richtung alte Kulturen, von der zeitlichen Rechnung sogar noch ein bisschen weiter zurück, als was wir heute schon gehört haben. Meine Vorstellung ist, in unserem Gebiet genauso wie auf anderen Gebieten auf dem Planeten, dass alte Zivilisationen gegeben hat, die global vertreten waren, wo man auf der ganzen Welt Hinweise findet. Das ist dann, geht in die Richtung der sogenannten Megalithkulturen, die weit weiter zurückreichen, zum Teil als was wir eingehört haben, die 20.000 Jahre. Das geht bis hunderttausende Jahre zurück. Zivilisationen, von denen wir so gut wie keine Überlieferungen, Hinweise oder sonstigen was wirklich Beweisbares mehr haben, weil das, was einmal vielleicht gegeben hat, uns weggenommen worden ist, ausgelöscht worden ist, die Zivilisation sich einfach verändert hat. Und in meiner Vorstellung, man sieht es da ganz gut in der Totalaufnahme, in meiner Vorstellung sind die na, jetzt habe ich es leider weggedruckt, okay, die Strukturen kommen dennoch in unser Foto, Reste einer großen Megalithanlage. Ich weiß, das ist recht weit hergeholt. Ich behaupte auch nicht, dass jeder Stein da oben jetzt künstlich gemacht ist oder nur alles Anlage gewesen ist. Aber ich gehe so weit, dass ich sage, gewisse Dinge, die auch natürliches Gestein waren, sind von einer Vorgängerzivilisation bearbeitet worden und genutzt worden. Manche andere Strukturen, die ich da oben für mich sehe, deuten sehr darauf hin, dass auch künstliche Strukturen gebaut worden sind, die komplett zerstört sind, die halt nicht mehr wirklich ersichtlich sind, zumindest in unserem Gebiet. Wenn man ein bisschen weiter in den Osten umschaut, wenn man nach Bulgarien geht zum Beispiel, dann sieht man, dass da sehr wohl noch Megalithstrukturen gibt, wo wirklich an bestehenden Felsen in den Stein eingearbeitet worden ist. Und aus einer Zeit genauso, wo wir keine geschichtlichen Überlieferungen mehr haben, keine Kulturen, die wir auch noch kennen, heute aus der archäologischen Forschung, die ein paar tausend Jahre zurückgehen, das geht zum Teil wirklich viel weiter zurück. Wir haben auch das von der Gabi heute schon gehört, der Richtwert mit zwischen 10.000 und 13.000 Jahren, die Entstehung vom Mittelmeer, die Entstehung vom
Schwarzen Meer, das ist ein so Punkt in unserer Geschichte, wo wirklich irgendwas Großes, Gravierendes passiert ist. Wir wissen auch das nicht genau. Aber es liegt die Vermutung sehr nahe, dass das große globale Katastrophe war, die wir vielleicht aus unseren Kulturkreisen kennen, in der Bibelüberlieferung der Sintflut sagen. Wir haben solche und sehr ähnliche Sagen und Legenden weltweit, 2000 und mehr, die die Geschichte erzählen von einer ganz, ganz großen Zerstörung. Das geht zum Teil aber auch so weit, dass die sagen, da ist mit kriegerischen Zuständen nur noch geholfen worden. In meiner Vorstellung ist oft so ganz, ganz große Megalithbauten, die wirklich jetzt aus riesenmassiven Steinblöcke gebaut wurden, die sind auch gebaut worden, dass sie normale Katastrophen, sage ich mal, unbeschadet überstehen, dass die Zyklen überdauern. Das heißt, man braucht eine gewisse Art von Waffengewalt, dass man das dann wirklich in die Knie zwingt. Ich habe ein paar Bilder von anderen Locations weltweit zwischen eingemischt, dass man die Verbindung ein bisschen sieht. Es gibt Steinstrukturen, Reste von riesengroßen Bauwerken, die auf der ganzen Welt umeinander stehen, wo uns in Wahrheit aber jede Erklärung angeht. Wir wissen nichts, was das wirklich war, wie es gebaut worden ist, aus welchem Material, mit welcher Technik, zu welchem Zweck. Das sind Mutmaßungen. Ich nehme euch jetzt einfach auf eine kleine Reise mit, einer meiner Lieblingswege auf in das ganze Gebiet, geht von Oberschwarzenberg weg einmal in die Richtung Teufelsschüssel, dann ins Steinerne Meer und zum Schluss gehen wir um in ein bisschen ein Dreisesselberggebiet. Was mir bei dem Wanderweg da auf sehr gut gefällt, ist das da. Ein geomantisch interessanter Punkt, weil wann immer du zwei Granitblöcke nimmst und nebeneinander aufstößt oder gegenüber aufstößt, dann entsteht dort und vor allem dazwischen ein Kraftfeld. Und da ist recht interessant, ich bin mit ein paar Leuten schon gewesen, die haben mir das alle bestätigt, an der Stelle, da gleich dahinter, wo der Wegweiser steht, da geht dann die Forststraße auf wie zur Teufelsschüssel. Wenn du da durchgehst und an den Punkt kommst, wo der Forstweg weitergeht, dann hast du das Gefühl, du gehst durch ein Kraftfeld. Du betrittst einen speziellen Bereich. Und das Phänomen kann man, wenn man das Gebiet ein bisschen öfter besucht und aus anderen Richtungen zur Teufelsschüssel aufgeht, dann merkt man, das gibt es immer wieder. Und wenn man sich genau anschaut vom Zentrum Teufelsschüssel, wenn ich mit einem Zirkel einen Kreis zielen darf, dann ist das immer auf dem gleichen Radius, wo man das Gefühl hat, man geht durch so ein Kraftfeld durch. Wie gesagt, wir waren letzten Freitag das letzte Mal oben und wir haben festgestellt, dass in den letzten paar Wochen relativ viele neue Forstwege gebaut worden sind da draußen. Wir kennen das Problem mit dem Käfer und mit der Niederforstung überall. Sie bauen überall extrem viel Forstwege. Es ist für mich, wie auch der Wolfgang gesagt hat, nicht jetzt immer nur negativ. Wir würden viel von den Strukturen nicht erkennen. Und ich führe euch da gleich mal zu einer von den Strukturen. Das ist die andere Seite von dem Durchgang. Die haben einen neuen Forstweg gebaut. Und ich glaube nicht, dass das mit Absicht passiert ist. Aber die haben wieder das Gleiche erschaffen. Da links und rechts steigen zwei massive Graniten. Jetzt hast du wieder ein Portal, ein Tor eigentlich, durch das du durchgehst. Und wenn man mit genügend Respekt in der Natur unterwegs ist, dann hat man das von Haus aus, dass man ein bisschen quasi um Erlaubnis fragt, das Gebiet zu betreten oder betreten zu dürfen oder das Gebiet begrüßt oder irgendwie schon in eine Art von Kommunikation steigt mit dem Gebiet selber. Ich habe das recht lustig gefunden, weil die Forststraßen selber finde ich nicht so schön da draußen im Wald. Für uns sind es natürlich praktisch, weil da von dem Bild jetzt quasi rechts oben gesehen im Wald steht eines der beeindruckendsten Steingebilde, die wir da herum im Mühlviertel haben. Und da kommt man sonst nicht vorbei. Weder wenn es den normalen Wanderweg aufgeht zur Teufelsschüssel und auch da noch nicht direkt. Wenn man da weitergeht, sage ich mal 100, 200 Meter, dann schaut man rechts in den Wald rein. Da sieht man die Struktur stehen. Da muss man dann auch wieder ein bisschen frech sein und sagen, okay, manchmal gehen wir doch von den vorgegebenen Wege weg. Sie haben es halt überall nicht gern, weil man zerstört ja dann die Vegetation. Ich lache dann schon, wenn ich die gleichen Wege sehe und die Spuren, die der Harvester in den Wald reinziehen. Weil man kann ja aufpassen, wo man hinsteigt. Man kann ja abseits der Wege mit genügend Respekt durch die Natur gehen. Sonst entgeht euch was, wenn es da umsetzt, wenn wir nämlich eins weiterschalten. Dann sieht man den schon, unseren Steinpilz von Oberschwarzenberg.
Das Foto von vorher war da hinten ums Eck. Das heißt, du gehst da von dem Forstweg auf und gehst die 50 Meter noch vierer und dann kommst du zu dem. Und der ist wirklich sehr beeindruckend. Der steht in einer Lage da, wo du wirklich das Gefühl hast, du gehst hinauf, gibst dem einen so Schubs und der müsste fallen. Wir haben auch für das jetzt noch nicht eine hundertprozentige Erklärung, warum der eigentlich da stehen bleibt. Über all die Stürme hinweg, über all die starken Winter hinweg, macht der keinen Rehrer, der bleibt wie er ist. Und das ist nur mal von vorn. Es ist auch nicht ganz umsonst, dass man ein wenig so Steinpilz nennt, weil er ein bisschen so eine ähnliche Form hat. Auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes Naturgebilde in dem Sinn, weil wir natürlich jetzt nicht sagen können, das hat wer dort aufgestellt. Wir haben auch von Wolfgang das heute schon gehört mit den Naturwesen, die in einer vergangenen Zeit mit Menschen gemeinsam ganz eine andere Lebensweise gehabt haben, als wir das heute sehen mit der Natur. Die könnten genauso mit dem zu tun gehabt haben, dass solche Dinge hingestellt worden sind und heute noch da stehen. Es sind diese Stellen für mich immer wieder extrem starke Kraftplätze und ich habe immer wieder den Eindruck, dass manche dieser Gebilde dort sind, um diese Energien zu stabilisieren oder zu lenken oder einfach irgendeine Interaktion passiert mit den Erdenergien und mit dem Gestein und weiter außer dann die kosmischen Verbindungen, dass das alles ein bisschen in Balance gehalten wird und ein bisschen am Laufen gehalten wird. Weil interessant ist einfach an dem Stein, der ist extrem ausbalanciert. Sonst kann der nicht so stehen bleiben. Wenn der aus der Balance kommt, dann ist er weg. Und ich werde euch dann später noch ein paar andere Sachen zeigen, auch mit der Gabriele Lukas waren wir oben und haben an unserer Theorie der Phonolithen oder Klangsteine ein bisschen herumgeschraubt, da gibt es auch einige. Aber wir werden mal weiter wandern von dem Steinpilz zu dem Plateau der Teufelsschüssel, das haben wir vorher schon vom Wolfgang ein Foto gesehen. Da steht einmal das Ding, das ich in erster Linie als eine natürliche Gesteinsform sehe. Nur die Strukturen, die da drinnen sind, die sind für mich ein Hinweis, dass genau sein kann, dass das einmal zu einer Skulptur umgearbeitet worden ist, vor ganz, ganz langer Zeit. Natürlich haben wir da wieder die wunderbare Wohlsackverwitterung und die ganzen Erosionserscheinungen, die auch unserem Granit zusetzen. Man sieht bei den Steinen, die ich hinten zur Ansicht aufgelegt habe, der große, der ganz links liegt, der hat auch so eine Struktur wie der. Und da merkt man es, das ist jetzt nicht so ein extrem harter Stein, der gar nicht nachgibt, der gar nicht verwittert oder so. Das kann man spreseln, der gibt schon nach im Laufe der Zeit. Und da lasse ich meine Fantasie schon ein bisschen spülen. Das wird ja da oben begünstigt. Ich bin selber Luftelement, da oben ist vorherrschendes Element, Luftelement. Jetzt muss ich mit meiner Fantasie schon ein bisschen aufpassen, dass ich am Boden bleibe. Und man lernt aber einfach trotzdem auch in unserer Hobbyforschung ganz, ganz viele neue Sachen dazu. Ich habe dann viel Zeit umverbracht und immer wieder erlebe ich das Gleiche. Ich komme auch bei Steinen vorbei, die ich schon 5-mal gesehen habe und 10-mal gesehen habe und auf einmal sehe ich in dem Stein wieder was Neues. Da liegt nämlich, wenn man hinten umgeht, da kann man dazwischen durchgehen, da liegt der da. Und da sieht man, sage ich jetzt einmal, da ist die Linie da rundum, das hat irgendwie nur was Natürlicheres. Es ist jetzt nicht eine direkte Bruchkante. Da sieht man es aber, das schaut für mich aus wie abgebrochen. Ich habe auch zu dem Stein ein kleines Video gemacht, weil in der Bewegung sieht man das ein bisschen besser, die Struktur drinnen. Ich habe das selber lange und viel nicht gesehen, dass der von einer Seite betrachtet eigentlich ausschaut wie ein Schlangenkopf mit einer Augenhöhle. Und es gibt ja heute auch die ganzen Mad-Fossil-Versteinerungsforscher, die von Riesenwesen reden, die da versteinert umeinander liegen. Kann genauso sein, wir wissen es nicht. Das war halt dann in dem Fall eine Schlange. Das ist jetzt nicht meine Überzeugung, dass das wirklich so ist. Ich glaube, das könnte wieder Teil sein einer Skulptur, die irgendwo abgebrochen ist. Ich habe aber auch die Abbruchstelle nicht gefunden, also wo das Teil abgebrochen war. Das kann ich nicht sagen. Das ist eigentlich so das umliegende Gebiet. Und da liegt eben das Teil hinten, das
schon recht interessant ausschaut. Man schaut, wenn man da über die ganzen Schorne drüber sieht, du siehst keine Bruchkanten, so wie die scharfe Bruchkante auf dem Teil selber, die eben da daneben am Boden liegt. Wie gesagt, da, das schaut für mich gebrochen aus. Der Rest, wie gesagt, manche können einen Schlangenkopf reininterpretieren da, oder Nosen wie ein Sandwiper, und eben da die Höhlung, die Schüsselung drinnen. Es ist nicht immer leicht, auf Fotos, sogar im Video, mit der Struktur von dem Gestein, das so zu fotografieren, dass das nur sichtbar bleibt. Darum auch da wieder die Einladung, selber spazieren gehen, mit offenen Augen durch die Gegend gehen. Für mich ein sehr eindrucksvolles Teil. Wie gesagt, ich glaube, es könnte sein, dass Teil einer Skulptur war und nicht. Ich bin jetzt nicht der große Mattfossil-Fan, dass alles, was da draußen umeinander liegt, versteinertes irgendwas ist. Erst schon gar nicht bei uns im Granitgebiet. Es kann im Kalkgebiet anders ausschauen, da findet man auch solche Strukturen. Wie gesagt, das ist von irgendwo abgebrochen und liegt da einsam und verlassen oben. Ich habe es selber lange und viel nicht gesehen, dass das eigentlich so eine interessante Form hat. Die Bruchkante, die ist mir schon länger bewusst, aber die Form dieses Teils selber nicht. Und da jetzt um das Eck um mich geht, da liegt noch der. Eine ganz interessante Struktur, der ist da in der Mitte auseinandergebrochen. Das sieht man ganz oft bei den Steinen da oben, dass die Bruchkanten, man kann es wieder zusammenschieben. Auch die Fundamentstruktur von der Teufelsschüssel selber besteht aus lauter so Blöcke, die im Laufe der Zeit dann auch durch Erdbeben oder durch Schnee oder Eisdruck auseinandergeschoben worden sind, auseinandergefallen sind. Wie gesagt, grundsätzlich glaube ich bei den Teilen, dass natürliche Gesteinsformationen sind, zum Teil vielleicht bearbeitet oder ummodelliert, vielleicht auch örtlich umarrangiert. Das ist schwierig zu sagen, ich habe zumindest keine Beweise. Das ist dann die Teufelsschüssel selber, die ihren Namen ja auch gekriegt hat wegen den ganzen Steinschüsselungen, die man da oben immer wieder findet. Interessanterweise gibt es zumindest noch einige von den Schüsseln da oben, da steht immer ein Wasser drin. Das ist egal, wie trocken der Sommer ist, welche Jahreszeit du suchst und da aufgehen, es sind ein paar Schüsseln, da ist immer Wasser drin. Vor allem mit Wolfgang drüber geredet, der auch der Meinung ist, dass das Einstrahlpunkte sind, wo Wasser kondensiert und sie dann in die Schüsseln sammelt. Als eine der möglichen Erklärungen, warum dort immer Wasser drinnen ist. Weil manche andere sind ausgetrocknet, liegen vielleicht heute auch nicht mehr an der Stelle, wo sie ursprünglich einmal waren. Es gibt ganz, ganz viele Steine, die rundherum da im Wald unten liegen, überall sind Schüsseln drauf. Wenn man weiter aufgeht, ins steinerne Meer dann selber, findet man einige so Schüsselungen und vor allem dann später drüben, Dreisesselberg, wieder das Gleiche. Von dem hat auf jeden Fall diese Struktur, die Teufelsschüssel, ihren Namen. Und der da oben drauf liegt, das ist für mich wieder einer der Klangsteine oder Phonolithen, weil die so liegen, die sind, wir sehen jetzt noch auf ein paar weitere Bilder, die haben nur ganz, ganz wenig Auflagepunkte. Das heißt, wenn das von der Vibration her, weil Klang ist ja auch eine Vibrationsform, wenn das ein Bewandtnis hat mit dem, dann macht es einen Sinn, dass er den Stein so lagert, dass er frei schwingen kann. Weil die Klangsteine, muss ich dazu sagen, braucht jetzt nicht wirklich glauben, man geht aufgeklopft auf den Stein, der macht Kling wie ein Glockerl, das tut er nicht. Das sind recht große, massive Teile, die schwingen in einer ganz, ganz tiefen Frequenz. Die sind zum Teil in einem Frequenzbereich, der für uns nicht mehr hörbar ist, wobei man bei manchen, wenn man hinbeistellt und dann mit einem Holzstock oder mit einem anderen Stein anschlägt, man spürt die Vibration. Also, dass er vibriert, ist auf jeden Fall Tatsache. Inwiefern er da jetzt vielleicht auf- oder absteigende Energien, die dort vorherrschen, verstärkt oder stabilisiert oder was auch immer, das haben wir noch nicht wieder fertig ausgeforscht. Ich weiß auch noch nicht genau, in welche Frequenzbereiche die Steine schwingen. Der Daniel und ich, wir haben schon Pläne, dass wir das ein bisschen tontechnisch analysieren und schauen, ob wir da Möglichkeit haben, dass wir da Frequenzen wirklich rausfinden. Meiner Ansicht nach, in der Größenordnung, wie der ist,
sind wir unterhalb von 35 Hertz. Also lange aus dem hörbaren Bereich draußen, das ist Infraschall. Man kommt mit dem Infraschall, je tiefer das du kommst, kommst immer näher zu den Schwingungsfrequenzen der Erde selber. Schumann, Resonanz und alle die Dinge sind ganz, ganz tiefe Frequenzen, ganz langgezogene Frequenzwellen. Und wie gesagt, da oben gibt es einige. Und interessanterweise sind die Punkte, wenn man das auf einer Landkarte betrachtet oder von mir aus am Google Earth und ein bisschen mit heiliger Geometrie spielt oder die Punkte verbindet, interessanterweise ergeben sich immer wieder Muster aus diesen Aufteilungen, wo die Dinge sind. Man kann da Spiralen drüber legen oder mit der Fibonacci-Sequenz arbeiten. Es ist extrem interessant, wo die platziert sind. Für manche andere muss man da draußen ein bisschen im Wald umeinander krallen, sonst findet man es nicht, weil das ganz oft abseits der Wege liegt. Und ja, ich bin einfach manchmal abseits der Wege unterwegs. Ich halte mich nicht immer an die Regeln. Da ist eine der Schüsseln oben auf der Teufelsschüssel eine derjenigen, die immer Wasser hat. Und die Idee mit Wasser kondensieren, Wasser kondensiert ja normalerweise an was Materiellen und müsste dann runtertropfen können. Das haben wir da aber alles nicht. Das heißt, es muss noch irgendein Phänomen geben, das dafür sorgt, dass da Energieverwirbelungen oder Energieströme passieren, die das Wasser da quasi aus der Luftfeuchtigkeit außer kondensieren lassen und in die Schüssel, sage ich vielleicht, nicht tropfen lassen, aber das kondensiert eben da drin und bleibt auch da. Da ist in der Schüssel ist Jahr und Tag Wasser drin. Ganz egal, ich war auch in dem Jahr, wo es so extrem trocken war, wo wir einige Wochen keinen Regen gehabt haben, da ist trotzdem ein Wasser drin. Auch die Wasserläufe am Berg oben bleiben aktiv. Also wir wissen auch über das Wasser nur zu wenig. Da kann man natürlich wieder nachschauen beim Herrn Viktor Schauberger, der fürs Wasser ganz interessante Forschungsarbeit gemacht hat und nebenbei gesagt da oben als Förster an seiner Hauptarbeitsgebiete gehabt hat. Der hat ja den Schwarzenberger Schwemmkanal dann technisch so verbessert, dass man da ordentlich nutzen kann. Auf der anderen Seite, leider muss ich sagen, ist der Viktor Schauberger jetzt in der Öffentlichkeit nicht so großartig bekannt. Da haben sie auch dafür gesorgt, dass man in der Schulbildung jetzt nicht ganz viel über das mitkriegt. Es wird wieder besser. Wir werden auch ein bisschen dafür sorgen, dass wir das Wissen vom Schauberger und seine Forschungsarbeiten wieder ein bisschen der Öffentlichkeit zugänglich macht. Er war seiner Zeit wahrscheinlich wirklich um 100 Jahre voraus mit dem, was er damals gedacht hat und auch zum Teil als Voraussagen für unsere Zeit jetzt uns mitgeben hat, wenn wir so weiter dann mit der Natur und, dann haben wir das, was wir heute zum Teil erleben, mit den großflächigen Waldsterben wegen Schädlinge, die sich dann einfach so weit ausbreiten können, dass für uns natürlich wieder wirtschaftlicher Schaden entsteht. Es gibt eben da oben einige von den Schüsseln, in der sieht man ganz gut, dass relativ viel Erosion passiert, weil in der Schüssel drin das Granulat, was da liegt, die kleinen Quarzteilchen und so, das ist ja alles von dem Storn. Es gibt ja sonst dort nichts, wo das Material herkommen kann. Das heißt, sie verwittern eigentlich relativ schnell. Im Vergleich zu den Steinen, die noch im steinernen Meer oben in den Steinfeldern liegen, das zeige ich eh noch detailliert, das ist eine andere Steinqualität, die haben auch ein anderes Erosionsverhalten. Da nur ein bisschen die Detailfotos zu dem Klangstein, dass man da ein bisschen sieht, der liegt wirklich nur an ganz, ganz wenige Punkte auf. Der liegt da ganz schief. Also er macht auch ein bisschen so den Eindruck, dass man schubsen kann, dass man dem ein wenig einen Push gibt und dann müsste er fallen, weil der ist wirklich ganz, ganz schief. Das war das hintere Eck, da liegt er auch auf dem Stein, wenn man von oben durchschaut, der liegt auf dem Stein genau auf drei Punkte auf, die nicht größer sind als meine Faust. Der liegt nirgends vollflächig auf. Also er könnte auf jeden Fall relativ frei schwingen. Das ist ein Foto von oben jetzt, der, den wir jetzt gerade gesehen haben, das wäre der da, der große. Und das wäre der zweite Teil, die netten Katholiken haben uns da ein Kreuz drauf gestellt, das ist nur damit wir nicht übersehen. Was da auffällig ist auf dem Foto, wenn man sich die zwei Steine anschaut, ist der Flechtenbewuchs. Es ist nämlich von der Steinqualität her, sind die beide gleich. Da, auf dem, findest
Auch nicht einmal auf der Außenseite wirklich irgendwas von der grünen Schwefelflechten, die da drauf wächst, aber der ist da oben vollkommen mit der Schwefelflechten bedeckt. Das ist für mich dann einfach so, dass ich sage, an der Spitze der Teufelsschüssel, weil wir reden ja immer wieder über Energien und auch Balance in dem Zusammenhang, wir haben eine männliche und wir haben eine weibliche Energie. Und das ist für mich da eher das Phallus-Symbol, wie wir es heute schon mal wo gehabt haben, das Männliche. Und da, das ist für mich der weibliche Stern, der natürlich für das Ernährende und fürs Wachstum auch in alle energetischen Zusammenhänge zuständig ist. Deshalb für mich da der Flechtenbewuchs und auf dem nicht. Und sie liegen auch nicht ohne Grund zu zweit da oben. Man braucht beide Energien. Wir müssen das als Menschen zum Teil wieder lernen, dass nur die männliche Energie, die wir jetzt schon so lange Jahrhunderte vorherrschend haben in unserer Zivilisation, mit dem alleine schaffen wir es nicht. In der Vergangenheit, die alten Kulturen, auch in die Priesterklassen, das war immer gleichberechtigt. Da hat es weibliche Priesterklassen gegeben und männliche. Wir kämen schon langsam wieder in den Bereich, dass das ein bisschen freier zugänglich wird in unserer Kultur, aber vor allem bei den alten Kelten war das auf jeden Fall nur gleichwertig behandelt. Wir wandern dann wieder an dem Großen vorbei, hinunter, da nur ganz kurz, von oben kann man einen schönen Blick schon umriskieren in das steinerne Meer selber. Wir werden dann den Weg hinter dem Start da oben nehmen. Ich muss das alles relativ abkürzen, weil der Weg alleine interessant genug ist. Wenn du da eine Stunde umgehst, da findest du Sternformationen, die alleine schon wieder einen Vortrag wert sind oder eine nähere Betrachtung. Trotzdem da oben eine meiner Lieblingsstellen, weil man einfach so schön, fast wie eine Luftaufnahme, auf dem Blöckenstau umsieht. Wir gehen von da jetzt wieder runter von der Teufelsschüssel, da hinten ums Eck, da gibt es auch noch ein Foto, wie es von hinten ausschaut. Dann zeige ich euch noch einen, der da hinten im Wald liegt, den man sonst auch nicht findet. Und dann wandern wir um zu den Stornfeldern. Das ist die Teufelsschüssel von der anderen Seite. Wieder extrem interessante Strukturen auseinandergeschüttelt. Das war irgendwann einmal alles viel kompakter. Das hat anders ausgeschaut und vielleicht auch in vergangener Zeit mit vergangenen Zivilisationen, wenn die da auch mit Erdenergien gearbeitet haben, ganz ein wichtiger Punkt. Weil es ist, auch wenn man in Günter Kantili sein Buch nachschaut, alleine die zwei Seiten, die er da reinschreibt über die Teufelsschüssel, die er ja den Olymp des Müllviertels nennt, die ganzen Energiepunkte, die verschiedenen, die es da oben gibt, die Einstreupunkte von Planetenenergien und, das ist unwahrscheinlich, was sich in dem Gebiet der Teufelsschüssel ausspielt. Plus die ganzen Verbindungen, die wir heute herausgefunden haben, zu anderen Gebiete, die sehr ähnlich ausschauen, wie das Votovara-Gebirge in Russland oder einfach auch Riesengebirge, Tatra-Gebirge, andere Querverbindungen zu anderen Gebirgszügen, die gleichen Strukturen aufweisen und vor allem im Votovara-Gebiet ganz, ganz viel von den Sternen, die nur auf zwei, drei andere Sterne gelagert sind. Für mich ist manchmal einfach schwierig, dass ich mir vorstelle, dass das alles natürlich so entstanden ist und natürlich so limblim ist, wenn der Gletscher das Gebiet verlassen hat und. Natürlich, auf der anderen Seite müssen die ja beweisen können, wie kann man solche Blöcke halt bewegen, wie kann man die so platzieren. Interessant ist, dass die immer an spezielle Punkte liegen, die auch von der Energie her und von Einstrahlpunkten sehr interessant sind zum Beobachten. Meine Blicke, was die Dinge betrifft, ist eben, wie ich gesagt habe vorher, für mich ist das ein zusammengefallenes Megalithbauwerk. Vor allem, weil der Stern da in die Sternfelder überall ist ein ganz anderer Ort als das ganze Muttergestein drunter und das ganze Gestein in der Umgebung. Wenn man solche Sachen wie ein bisschen länger macht, dann schärft man natürlich auch seinen Blick. Und ich brauche aber auch manchmal meine eigenen Fotos, dass ich Dinge sehe, die ich so jetzt in der Natur nicht gleich sehe. Weil man fokussiert nicht so genau auf Kleinigkeiten, wenn ich mir das anschaue. Einer der Punkte war zum Beispiel da das kleine Eck, wo die Latschkiefer noch stehen geblieben sind und ein gesunder Baum in der Mitte. Ja, das ist einmal, der Käfer kann dort nicht hin, weil der Käfer, der breitet sich nicht weiter aus als 20, 25 Meter von dem Baum weg, wo er den er befallen hat. Das heißt, der wandert einmal dort nicht hin, der steht schon in einem sicheren Bereich. Der zweite Punkt ist, wenn ich mir das aus einer Vogelperspektive anschaue,
dann habe ich da total rechtwinklige Struktur. In dem Steinfeld drinnen. Und das beflügelt dann wieder meine Vorstellungskraft, dass ich mir denke, okay, das da war ein Bauwerk rundum, das zusammengefallen ist, ich weiß aber noch immer nicht, was da innen passiert ist. Das Rechtwinklige da und die ganzen Strukturen, die man später noch sehen wird. Die Steine da drinnen in die Steinfelder selber, da sage ich auch nicht, dass bearbeitete Steine sind. In dem Punkt, da gehe ich den Schritt weiter, den wir halt zum Teil manchmal wagen und wir sagen, die haben auch in der Antike, also vor zigtausend Jahren, mit einer Mischung arbeiten können, die sehr ähnlich ist unserem heutigen Beton. Man findet solche Exemplare weltweit und es gibt mittlerweile mehr Leute, auch, die die Forschung in die Richtung ausweiten und sagen, pass auf, die Steine sind nicht geschnitten oder mit Levitation dorthin kommen oder sonst was, sondern das sind Gesteinsmischungen, wie es heute zum Teil wieder gibt, Kunststeinmischungen, nur mit einer ganz anderen Art der Technik trotzdem als die, was wir heute verwenden. Sie sind auf jeden Fall nicht zementgebunden. In der Antike, oder sagen wir, die Römer zum Beispiel, haben auch noch mit einem Beton gearbeitet, wo sie als Bindemittel Vulkanasche genommen haben. In anderen Kulturen haben sie Granitstaub dazu gemischt zu Lehmstrukturen. Es gibt auch einen Lehm, den du dann für sowas verwenden kannst. Es gibt auch einen Lehm, der sogar nur aufgeht, wie ein Germtag, sage ich jetzt einmal. Der hat nur irgendwie, macht nur eine chemische Reaktion, bevor es aushärtet. Wir haben also Forschungen, Rainer von Andre, von unseren Bekannten in Amerika drüben mit den Megalithbauten, die dort stehen, in Peru, weil die ganzen Polygonalstrukturen, die man dort sieht, im Gestein, das geht auch mit keiner Schneidetechnik. Das tut sich keiner auch nicht einmal, wenn er es kann, weil das ist aber witzig. Wenn ich aber sage, ich habe eine Mischung und ich kann das modellieren, ich habe eine gewisse Zeit, bis das aushärtet, dann ist das auch nicht mehr so ein großes Mysterium, wie man so ganz, ganz große Dinge bauen kann. Natürlich haben wir nach wie vor noch keine Beweise dafür. Aber das ist halt auch Teil der Forschungsarbeit, dass man ein bisschen seine eigene Vorstellungskraft mit einnimmt. Wie die Gabriele heute auch schon gesagt hat, wir sind alle sehr praktisch veranlagt. Der Wolfgang hat einen praktischen Background, ich habe einen praktischen Background, weil ich seit mittlerweile 25 Jahren auf Baustellen unterwegs bin und viel mit verschiedenen Baumaterialien zu tun gehabt habe. Jetzt habe ich einen ganz anderen Zugang zu dem, wie kann man was machen, was ist möglich. Aber zwar nur in einer erklärbaren Version, nicht mit irgendwelchen Aliens und spezielle Streuen oder speziell irgendwas, wie es heute natürlich auch für Forschung gibt. Das ist nicht mein Ding. Das Baby da, ich nenne den Wal, der liegt ein bisschen abseits, da muss man wissen, wo er ist. Das ist eigentlich der größte Klangstein oder Phonolith, den ich bis jetzt da draußen entdeckt habe, der ist wirklich unglaublich. Der hat Ausmaße von, ich weiß nicht, 350 Tonnen aufwärts. Das ist wirklich ein Riesenteil. Hat auch nur den einen Riss da, oben eine ganz interessante Struktur und ist sonst aus einem Stück. Das ist trotzdem für mich immer wieder interessant, du hast so viele verschieden große Blöcke. Du findest nämlich in dem auch keine Risse, wo er vielleicht einmal brechen würde. Andere, die daneben stehen, das gibt so viel, ich kann hunderte Fotos herzeigen. Neben dem steht nur einer, der ist 4 Meter hoch, der hat eine komplett gerade Kanten. Und wenn du die Kanten umschaust, dann merkst du, die Flächen und die Flächen sind im rechten Winkel. Und das ist einfach total erstaunlich, dass sie die trotzdem in der Größe erhalten, weil der steht auf dem da drauf. Und da sieht man es. Das sind natürlich alles wieder natürliche Bruchkanten. Der steht drunter, ist die gleiche Steinqualität wie der obere. Wieso zbreselt der dann so und der macht nichts? Das sind einfach so für mich die Fragen, wo ich noch nicht eine volle Antwort habe. Aber der ist eben wieder so aufgelegt. Man muss sich den auch selber anschauen, weil der wirklich riesig ist. Der liegt wieder nur auf einer relativ geringen Fläche in Bezug auf seine eigene Größe. Kann natürlich wieder super frei schwingen und wenn das ein Phonolith ist oder ein Klangstein, dann hat der eine Frequenz unterhalb von 15 Hertz. Also das ist weit weg aus dem hörbaren Bereich. Ist halt auf der anderen Seite dann für meditative Zwecke oder solche Dinge wieder interessant, weil der Stein zwingt dich natürlich in ein gewisses Schwingungsmuster. Der bringt deine Gehirnströme in eine andere Hauptarbeitsebene. Du bist schon fast in die Alpha-Strukturen, die ja bei 12 Hertz dann anfangen. Das ist
Ganz interessant, weil du ja deinen Wachbewusstseinszustand erhalten kannst. Du gehst ja nicht in irgendeiner Trance und bist weggetreten. Die gleichen Phänomene kennen wir, die schon mal in Bosnien waren, in Visoko die Pyramide besucht haben. Das passiert ja dort auch. Die Pyramide in Visoko hat ein Schwingungsverhalten von 9 Hertz, das haben sie schon nachgewiesen. Das heißt, die zwingt dich genauso in Wachbewusstseinszustand in einen Alpha-Zustand. Das heißt, du hast da schon fast mediale Fähigkeiten, auch wenn du kein Medium bist. Du musst nur selber lernen, mit dem Informationsstrom umgehen, der ja auf dich zugeschnitten ist. Du kriegst ja nicht irgendwas für Information in dein Gehirn gepflanzt, mit der du nichts anfangen kannst. Das ist auf dich zugeschneidert. Das Gleiche da draußen. Da schnell ein, zwei Bilder zur Gesteinsstruktur. Hauptsächlich, dass man den Unterschied sieht zu den Steinen, dann in die Steinfelder. Man kann sich das auch hinten nochmal anschauen. Aus den Steinfeldern habe ich nur einen mit. Das ist eine komplett andere Struktur. Das ist hauptsächlich der Stor hier unten in dem Gebiet von der Teufelsschüssel mit den etwas größeren, wie man der Wolfgang heute gesagt hat, Feldspate drinnen. Im Dreisesselberggebiet ist das Verhältnis da ein bisschen anders. Da sind die kleiner und dafür die Quarzkristalle um einiges größer. Wie gesagt, man kann es auch hinten anschauen und ein wenig probieren, man darf sich so ein kleines Quarzkristall runterzwickern, dass man einfach sieht, die brechen schon. Es ist nicht wirklich jeder unserer Steine so massiv, dass er nicht nachgeben darf.